Vor gut 2 Jahren, im Frühjahr 2017, hatte die AfD-Fraktion bereits einen Antrag zur Verankerung der Schuldenbremse eingebracht. Für uns ist die Ausformulierung der Landesregelung ein essentieller Bestandteil zukünftiger Haushalts- und Finanzpolitik. Heute nun findet die letzte Plenarsitzung vor der Sommerpause statt und Rot-Rot-Grün hat immer noch keinen Gesetzentwurf vorgelegt. Berlin ist im Vergleich zu allen anderen Bundesländern mal wieder unrühmliches Schlusslicht. Und wir werden dieses wichtige Thema im Rahmen der Doppelhaushaltsberatung bearbeiten müssen, da Rot-Rot-Grün sich offenbar bisher nicht einigen konnte. Warum nun unser heutiger Antrag zur Schuldenbremse? Im vergangenen Jahr fand auf Einladung des Finanzsenats eine Fachtagung zur Schuldenbremse statt. Es referierten neben Professor Heinzen von der FU Berlin und dem Berliner Finanzsenator Gäste aus Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hessen, ein Vertreter der Bundesbank sowie die Präsidentin des Landesrechnungshofes, Frau Klingen. Professor Heinzen hatte zuvor ein Rechtsgutachten im Auftrag des Senats erstellt und kam zu dem Schluss, ich zitiere, die Grundsätze des Staatsschuldenrechts haben Verfassungsniveau. Die neue Schuldenbremse des Landes Berlin kann, dies entscheidet das Abgeordnetenhaus, ebenfalls Verfassungsniveau haben oder in der Landeshaushaltsordnung stehen. Zitat Ende. Ersteres erschien ihm, Professor Heinzen, verfassungspolitisch konsistent und er empfahl, die Schuldenbremse in der Landesverfassung zu regeln. Im Wesentlichen war diese Auffassung auch Bestandteil unseres ersten Antrags. Die weiteren Vorträge brachten allen Beteiligten neue Erkenntnisse und führten nun unter anderem zu dem vorliegenden zweiten, deutlich ausführlicheren Antrag von uns. Wir haben uns bei der Schuldenbremse für folgende Regelungen entschieden. Erstens, Konjunktur- und Notfallausnahmen ja, aber nur mit 2/3 Mehrheit des Parlaments. Zweitens, klar definierte Schuldentilgungsregeln. Drittens, keine Kreditermächtigungen für Sondervermögen. Viertens, finanzielle Transaktionen und Extrahaushalte werden einbezogen. Fünftens, Bildung einer Konjunkturrücklage bzw. ausreichende Bestückung des Nachhaltigkeitsfonds. Zu diesem Zweck natürlich die Wahl der zulässigen Nettokreditaufnahme als Steuerungsgröße. Und sechstens, Verwendung des Produktionslückenverfahrens zur Bestimmung der Konjunkturkomponente. Damit, meine Damen und Herren, wäre die Berliner Schuldenbremse konsistent zur Schuldenbremse des Bundes sowie zum sogenannten EU-Fiskalpakt. Liebe EU-Retter von Rot-Rot-Grün, bitte bedenken Sie das. Die Bundesbank, der Stabilitätsrat und die Rechnungshöfe sind hier im Übrigen auf Linie der AfD. Ja, es lohnt sich, meine Damen und Herren, es lohnt sich auch über den Berliner Tellerrand zu schauen. Der bisher rot-grün regierte und hochüberschuldete Stadtstaat Bremen hat seine Landesschuldenbremse im letzten Jahr ebenfalls konform zur Bundes- und EU-Regelung gestaltet, also Produktionslückenverfahren, Einbeziehung der Extrahaushalte, finanzielle Transaktionen und so weiter. Und, man höre und staune, das rot-rot regierte Nachbarbundesland Brandenburg ebenso, wohlgemerkt auf Drängen des linken Finanzministers Görke. Grundsätzlich haben wir uns für eine starke Verankerung in der Landesverfassung entschieden, weil nur dann die Einhaltung der konkreten Regeln vor dem Landesverfassungsgericht justiziabel sind. Berlin hat eine Schuldenhistorie, die allen Fraktionen zu denken geben sollte. Ich erinnere nur an den unsäglichen Berliner Bankenskandal mit dem ursprünglichen Haushaltsrisiko von 21 Milliarden Euro. Eine starke Schuldenbremse wäre auch ein starkes Zeichen, dass es der Senat ernst meint mit einer gewissenhaften und seriösen Haushalts- und Finanzpolitik. Weiterhin wollen wir in der Verfassung verankern, dass siebtens der Schuldenstand auf ein langfristig tragfähiges Volumen von mindestens 29% des Berliner BIP abzusenken ist und dass das Konjunkturbereinigungsverfahren alle 5 Jahre zu evaluieren ist. Damit würde den Maastricht-Kriterien Rechnung getragen und die Möglichkeit gewahrt, sich auf ändernde finanzwissenschaftliche Erkenntnisse und aktuelle Entwicklungen einzustellen. Liebe Kollegen, liebe Zuschauer, liebe Journalisten, falls vor lauter Fachbegriffen Ihnen schwindelig geworden sein sollte, nehmen Sie sich bitte die Zeit und lesen Sie die Begründung unseres 28-seitigen Antrages in Ruhe durch. Wir haben es unseres Erachtens relativ leicht verständlich aufbereitet. Meine Damen und Herren, die eigentliche Wirksamkeit der Schuldenbremse zeigt sich erst in schlechten Zeiten. Geht es der Wirtschaft schlecht, sinken die Steuereinnahmen und steigen die Transferausgaben. Dies stabilisiert die Wirtschaft bis zu einem gewissen Grad.
Damit diese konjunkturelle Stabilisierung nicht zu dauerhaft steigenden Staatsschulden führt, müssen in konjunkturellen Hochphasen Überschüsse erzielt werden, um in Notzeiten aufgebaute Schulden wieder abzubauen. Ein Verstoß gegen diese Prinzipien führt zu Finanznotständen wie in Berlin in der Ära Wobereit oder auf europäischer Ebene in Griechenland. In diesem Sinne weist auch der Rechnungshof in seinem aktuellen Jahresbericht 2019 zu Recht darauf hin, dass, ich zitiere, Berlin mit seinem hohen Schuldenstand noch keine Normalsituation erreicht hat und es deshalb unerlässlich sei, den Landeshaushalt weiter zu konsolidieren und den Schuldenberg abzubauen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, es muss Schluss sein mit dem Verscherbeln öffentlichen Eigentums in Notzeiten und dem teuren Rückkauf in konjunkturellen Hochphasen. Die strategische Vision der AfD ist nach wie vor, Berlin soll von der Hauptstadt der Armut zur Wohlstandshauptstadt werden. Hören Sie also auf die Stimmen der Vernunft und stimmen Sie für unseren Antrag, damit auch zukünftig Schuldentilgung und notwendige Investitionen möglich bleiben. Vielen Dank.